so kurz nach dem Spiel, irgendwie fällt mir schwer zu sagen, was ich mit dem 0-0 anfange. In erster Linie, glaube ich, war schon mehr drin heute. Wir hatten gerade in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten. Wenn man die Chancen betrachtet, dann glaube ich, hätten wir den Sieg verdient gehabt. Aber letztendlich müssen wir vorne ein bisschen kaltschnäuziger noch werden, aber das kommt mit der Zeit. Ich glaube, dass das ein Spiel ist gegen eine verunsicherte Mannschaft von Regensburg, die zuletzt viel verloren hat. Hätte es uns gut getan, in Führung zu gehen. Ich glaube, dann wäre das Spiel auch ein bisschen aufgegangen. Dass wir Tore schießen wollen, ist auch klar. Ist uns in den letzten zwei Spielen hervorragend gelungen, heute nicht. Nächste Woche zu Hause vor hoffentlich ein paar Zuschauern wollen wir wieder Tore schießen und das Spiel gewinnen. Das eine oder andere Mal wurde es brenzlig bei Standardsituationen. Regensburg, glaube ich, mit Abstand die beste Mannschaft bei Standards in der Offensive. Hatten wir ein, zwei Mal Glück, glaube ich. Aber unterm Strich haben wir zu Null gespielt. Das war ein hartes Stück Arbeit heute. Und machen genau da weiter, wo wir angefangen haben mit dem neuen Trainer. Wir müssen schon drüber nachdenken, wo wir vor 3-4 Wochen standen. Da wäre vielleicht noch in der 90. einer reingefallen. So nehmen wir das Unentschieden gerne mit. In erster Linie, glaube ich, kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal zu Null gespielt haben. Ich glaube, das ist eine Weile her. Sechster Spieltag, viel zu lange her. Das nehmen wir auf alle Fälle mit, das ist die Basis. Wir wollen da weitermachen, wo wir jetzt die Wochen aufgehört haben. Und dann am Sonntag 3 Punkte holen. Wir haben jetzt 7 Punkte aus 3 Spielen, haben nächste Woche ein Heimspiel zu Hause, was wir unbedingt gewinnen wollen. Und ich finde, obwohl wir heute nicht gewonnen haben, ist nach wie vor ein Aufwärtstrend zu erkennen.